Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Und heute bin ich auch wieder nicht alleine, weil ich habe einen Gast mir ins Boot geholt, der sich erstmal schnell vorstellt. Hallo, ich bin Friedgeber und der Waffi holt mir jetzt schon wieder Modern Warfare 3. Okay, also... Na, hallo, ich bin Mirko. Jo, genau. Auch bei TGN und langwieriger Let's Player. Genau. Und der Mirko wird mich jetzt in dieser Aufnahme begleiten. Er sieht das Ganze zwar nur sehr verpixelt und... Ach, reicht. Ich kann es erkennen, das ist die Hauptsache. So, in der letzten Aufnahme haben wir hier die Filmstudio-Mission abgeschlossen und jetzt bimmelt mein Handy zum x-millionsten Mal. Weißt du, ich habe die Filmstudio-Mission, wollte ich immer machen. Das ist so diese kleine Mittelinsel da, ne? Wo du da auch später mit Hubschrauber da drüber fliegen musst, die Mission, die so beschissen war. Die war so einfach. Ich fand sie ganz schlimm. Die Hubschrauber-Mission fand ich ganz schlimm. Vor allen Dingen, kennst du die eine Mission noch, die man damals in dem großen, hohen Gebäude machen musste? Mit diesem ferngesteuerten Hubschrauber? Ja. Ja, die macht Spaß. Die ist einfach. Ich habe sie nie geschafft. Also Phil hat sie nie geschafft. Jeder sagt andauernd, dass sie sie nicht schafft. Ja, ich bin irgendwie der Einzige, der es auf die Reihe kriegt, habe ich das Gefühl. Ja, du bist ja auch ein berühmter Mafiosi. Die sollten sowas auch immer können. So. Bist du eigentlich schon auf der neuen Insel? Ja, ich habe schon so ziemlich viel freigestellt. Ich habe auch mir durch einen kleinen Bug bzw. Glitch mir fast 50 Millionen Dollar verdient und ich habe jetzt genug Geld für den Rest des Let's Plays. Ja. Ich müsste genug haben. Kennst du eigentlich schon das Easter Egg von Vice City? Es gab ein paar Easter Eggs in Vice City. Ja, ich weiß, aber kennst du das Easter Egg? Welches denn? Das Ei. Das Easter Egg. Das Ei, nein. Ja. Kennst du nicht? Ich kenne zum Beispiel, dass man den Mond anschießen muss, damit irgendwie die Größe verändert oder... Mhm. Ja, wir können ja den Leuten so ein paar Easter Eggs mal ein bisschen näher bringen. So, was ja, ich so habe denen ja eigentlich schon ein paar gezeigt, aber da du sie noch nicht kennst und das Let's Play ja noch nicht hochgeladen ist, offiziell zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen. So, was ist eigentlich dein Lieblingsradio? Meinst du einmal Wave 103? Ja, das ist auch mit uns meiner Lieblingsradios. Ich höre lieber Flash FM. Ich frage mich ja bis heute, wer hört sich diesen K-Chat an, oder wie das heißt, wo die Leute einfach nur blöd reden durch. Ich höre mir den an. Das ist also, so genial. Ich habe das ja mit 11 damals gespielt, da musst du einfach nur Englischkenntnisse wie sonst was für haben. Ja, natürlich, aber ich fand das so genial. So, siehst du dieses Fenster, auf das ich gerade ballere? Ja. Gut, jetzt pass auf. Das ist das Easter Egg. Wer um Gottes Willen... hat kein Leben, hat keine Freundin, ist mit 90 Jungfrau und findet dieses Easter Egg. Ich. Okay. So, oder, das ist... Oder ist einfach nur ein deutscher Mafioso. Der in Spanien wohnt. Der in Spanien wohnt. Genau. Scarface kennst du natürlich auch bestimmt, ne? Scarface. Das ist ein Film. Nein, also ich kenne 2 oder 3 Easter Eggs. Also wie gesagt... Nee, ich meine allgemein den Film Scarface kennst du. War Scarface nicht irgendwie aus Batman? Nein. Scarface hat die Geschichte von einem, von einem kubanischen Einwanderer erzählt, der sich an die Spitze des Koks-Regimes hochgekämpft hat in Miami in den 80ern. Und dieses Spiel ist auch ein bisschen daran angelehnt. Okay. Und da gibt's ja, einen... merkt man ja wohl nicht. Hier wird ja nicht mit Drogen gehandelt, sondern mit Gummibärchen. Gut, aber das Easter Egg zeige ich dir dann später. Wir fliegen jetzt erstmal, machen bei den Kubanern die nächste Mission. Hast du irgendwie ein Cheat an, damit du schneller fliegst? Es wirkt so schnell. Nö. Ich drücke einfach nach vorne regelmäßig. Aha. So, machen wir mal hier die Mission. Kanonenfutter. Okay. Dieser Typ ist so genial. Ist dir mal aufgefallen, dass er immer bauchfrei trägt? Fehlt nur noch so ein pinker Sternchenanhänger in Bauchnabel und so schöne aufgepuschte Lippen und ja, könnte man sich ja fast schon auf, obwohl in den 80ern gab es ja noch kein Internet, von daher gingen ja auch bestimmte Tauschbörsen dann nicht. Da hat er sich immer in den Slums dort immer die Männer gesucht und naja, ganz böse Dinge gemacht. Ja, schon. So, wir schauen uns mal hier gerade diesen kleinen Bandenkrieg an. So 5 gegen 4 erinnert mich ein bisschen an die Verhältnisse in Berlin-Kreuzberg. Oder einfach nur an die Verhältnisse im Bundestag. Aber egal.
oder so. Gut, ich brauche jetzt einen Viertürer. Ich bräuchte einen Viertürer. Na gut, das ist kein Viertürer, aber den nehme ich mal kurz mit. Ah, das ist so geil, du springst einfach im Flug. Das Spiel macht sowas von Sinn. Ein Traum. Ja, ich weiß. So, wir nehmen jetzt die Karama. So, Radiosender. Wobei ich fand V-Rock auch immer richtig geil. V-Rock ist auch wirklich ein epischer Kanal. Nicht, läuft da nicht I Wanna Rock hier, ne? Ja, natürlich läuft da I Wanna Rock. Mhm. Also. Läuft auch gerade im Radio, glaube ich. Ja, das ist nicht mein Problem, wenn du mir vor die Karre läufst. Jetzt guck dir an, was du mit meiner Stoßstange gemacht hast, du Idiot. Du Penner. So, und jetzt gibt's... Ich glaube, ihr Kind aufpassen oder das Anleinen. So, wir gucken mal jetzt... Ah, hier sind wir schon da. So, hier geht das Geballer gleich richtig los. Also ganz ehrlich, ich habe das Spiel echt nicht mehr so hässlich in Erinnerung. Genau dasselbe habe ich auch bei Gothic gesagt. Und ich habe letztens noch mal Gameplay-Videos von Gothic 2 gesehen. Und Gothic 1, ich dachte echt, sag mal, war das echt so hässlich? Also, ich weiß auch nicht so recht. Also man hat es ja damals immer für eine Revolution gehalten, diese Spiele. Tja, damals. Oh, na jetzt wirst du aber in Deutschland gesperrt. Da fliegen ja Köpfe. Oh ja. Wir haben ACTA verhindert. Also, können wir das machen? Ich erstmal Condemned Let's Playen. Oder Manhunt. So. Manhunt war ja echt ein Spiel, ey. Hast du gespielt schon mal? Manhunt? Das habe ich mal gespielt, ja. Aber schon lange, lange her. Das ist ja einfach nur absurd, oder? Ich frage mich ja, also ich dachte schon, Postal wäre irgendwie böse, aber das ist ja, darf man da eigentlich nicht ernst nehmen, das Spiel. Ja. Aber Manhunt, also wer hat das denn bitte kreiert? Das ist ja... Naja. So, wir müssen jetzt hier erstmal so einen Scharfschützen da oben ausschalten. Tolle Pose, die du da hältst. So. So, wir machen jetzt auf die Bruce Willis Methode. Die Bruce Willis. Die Annie Willis auch. Mit der Minigun. Ich habe auch übrigens schon fast alle 100 Päckchen eingesammelt. Mir fehlt nur noch eins. Du willst einen 100% Run machen, oder? Das ist kein 100% Run, den ich hier machen will. Machst du das denn offscreen eher, diese ganzen Päckchen? Nee, das habe ich in den ganzen Parts onscreen schon gemacht. Wie gesagt, ich gucke seine LPs jeden Tag mindestens dreimal komplett durch. Ja, wie gesagt, das Let's Play ist ja jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen, noch gar nicht oben. Ach so, du nimmst die immer komplett auf und... Bei dem Let's Play würde ich das halt gerne so machen, weil ich habe noch andere Projekte momentan am Hochladen. Amnesia, The Dark Descent zum Beispiel, was du auch Let's Played hast. Lade ich momentan gerade aktiv hoch. Dann, was haben wir da noch? L.A. Noire für die PS3 lade ich noch momentan aktiv hoch. Und erst danach möchte ich Vice City hochladen. Muss okay. Ja alles seine Ordnung haben. Also was war eigentlich so dein Lieblingspart von GTA irgendwie? Was findest du hat den Rahmen gesprengt? Also Vice City war, also ich muss ganz ehrlich sagen, Vice City und San Andreas gehören zu meinen Lieblings-GTA Parts. Ja, finde ich auch, GTA wobei San Andreas fast noch einen Ticken besser war. Ja, aber muss ich ja sagen, bei San Andreas hat das Feeling gefehlt, was Vice City wieder ausgleicht. Also ich muss sagen, die beiden gleichen sich eher gleichmäßig aus, aber... Ich mochte einfach dieses Szenario bei San Andreas nicht so geil. Also ich mag eh die 80er lieber als irgendwie so ein Ghetto-90er-Scheiß. Genau, dasselbe sehe ich auch so. Aber San Andreas war halt viel mehr komplex, also hat es viel mehr Quantität, du konntest viel mehr Sachen machen. Das hat Vice City halt nicht geboten. Vice City ist halt die Atmosphäre viel besser. Aber bei San Andreas und Vice City muss man eins mal sagen, der Soundtrack in beiden Spielen ist genial. Da führt kein Weg drum rum, diese Behauptung irgendwie in den Dreck zu ziehen. Der Soundtrack ist einfach episch. Von Vice City. Und von San Andreas. San Andreas. Ah, es gab ein oder zwei Lieder, die man irgendwie mal gekannt hat, aber der Rest war irgendwie nur so, keine Ahnung, ob sie das extra fürs Spiel produziert haben, die Musik. Nee. Also ich kenne eine Menge Classic-Rock-Lieder aus San Andreas, die ich gern gehört habe, auch Alternative. Also, die ganzen, fast alle Lieder aus San Andreas habe ich gern gemacht. Ich habe sogar Radio Los Santos gehört. Also, das muss bei mir schon was heißen. Ich habe immer dieses, ich muss ehrlich sein, ich habe bei San Andreas eher mal den Hip-Hop-Channel gehört. Ja, Radio Los Santos. Das ist einfach nur gepasst dazu, ganzen Flav, vom ganzen Feeling. Und da kommt die Gangkarre, die sonst immer, ja. Ja, die da wollte ich gerade mir ausborgen. Oh ja, da läuft fast hauptsächlich wieder Radio Esperanto, oder wie das heißt. Ja. Ja, renn mir vors Auto, Mensch. Das ist ein Bürgersteig und wenn ich komme, müsst ihr mir aus dem Weg gehen. Das ist der Bürgersteig und ich bin hier der Burger King, Alter. Ja!
Wer kennt's nie aus dem richtigen Leben? So, perfekt geparkt und das Auto hat fast keine Schramme. Was willst du tun jetzt? Wie du total gekünstelt über die Dächer geflogen bist. Da passt du mit der fliegende Ford Angela aus. Kann man übrigens auch hier machen, meine ich. Dingsbums. Das kann man, glaube ich, auch machen mit einem Cheat. Was? Fliegendes Auto. Ja, klar, aber wie gesagt, in diesem Let's Play cheate ich ja nicht. Das wäre ja ziemlich low, wenn man cheaten würde in einem Let's Play. Oh, die Mission ist cool. Jetzt sollen wir eine Partie Schiffe versenken spielen. So, dafür packen wir unsere Minigun aus. Rennen irgendwie, war das nicht das Rennen um den ersten Platz oder so? Das fand ich auch ganz schrecklich. Nö, das war nicht das Rennen um den ersten Platz. Aber den schauen wir jetzt zu, wie er hier gleich ertrinkt. So, damit hätten wir das schon mal erledigt. Und jetzt fängt das Schlamassel erst an.